Viele Künstler haben Riga als Ziel ausgesucht, um dort einmal ein Konzert im Riga Dom zu geben, um Musikliebhabern mit den Meisterwerken der Klassik zu erfreuen. Das Bauwerk ist nicht nur deswegen etwas Besonderes, weil es die größte mittelalterliche Kirche im Baltikum mit einer fantastischen Akustik ist, sondern auch, weil sich dort eine der berühmtesten und wertvollsten historischen Orgeln der Welt befindet. Wenn wir über Orgeln aus der Epoche der Romantik und über die Ideale romantischer Klänge bzw. über Musik aus dem 19. Jahrhundert reden, muss man sagen, dass Gäste aus der ganzen Welt gerade wegen dieser Orgel gerne in den Dom kommen. Ich könnte mir kein anderes Instrument denken, das besser, vollständiger und nuancierter wäre als dieses. Darüber hinaus war die Orgel in der Zeit, in der sie gebaut wurde, technisch gesehen sehr modern. Natürlich sind unsere heutigen Techniken weiter vorangeschritten, aber damals war sie modern. Das Instrument ist schön und ich meine auch einmalig. Die Orgel des Domes ist 25 Meter hoch, 11 Meter breit und 10 Meter tief. Sie verfügt über 6.718 Pfeifen verschiedener Formen, Größen und Materialien, die auf 26 Windladen stehen. Neben diesen grandiosen Parametern weist das Instrument auch eine reiche Historie auf. Im Jahr 1884, als die Orgel des Doms geweiht wurde, war sie die größte der Welt. Der Choral, der zur Einweihung gespielt wurde, war von dem Komponisten Friedrich Liszt speziell diesem Ereignis gewidmet worden. Von Anfang an hatte die Domorgel, die von Wagner und Co. gebaut worden war, eine führende Rolle in der Orgelmusik gespielt. Natürlich hat auch diese Orgel über die Zeit Veränderung erfahren. Dennoch ist sie fast das einzige der von Walzer und Co. geschaffenen Instrumente, die ihren ursprünglichen mechanischen Aufbau behalten hat. Bewundernswert ist auch der dekorative Teil der Orgel, der älter ist als das Musikinstrument selbst. Über Jahrhunderte haben brillante Orgelbauer wie Jakob Rapp und Heinrich Andreas Conzius die Orgel mit ihrer Kunst geehrt. Um die einmalige Arbeit der Meister zu bewahren und Fehler vorangegangener Restaurierung zu verbessern, wurde vor 10 Jahren mit einer umfangreichen Erneuerung des Prospekts der Orgel begonnen, die mehrere Fakten ans Licht brachte. Die Restaurierung des Projekts wurde im Jahr 2000 in Angriff genommen. Wenn Sie sich den unteren Teil des Prospekts ansehen, können Sie erkennen, dass er von 3 Farben dominiert wird: Braun, Hellbraun und Bronze. Bis zur Restaurierung waren keine anderen Farben sichtbar. Es ist klar, dass alle im Prospekt sichtbaren Figuren, die sich vom Saal aus in einer Höhe von 20, 22 Meter befinden, fein ausgearbeitet waren. Es waren Wangen, Augen, Kleidung und sogar Knöpfe gemalt. Die ursprüngliche meisterliche Arbeit war hochprofessionell und das konnte man sehr gut sehen, solange sie sich in der Kirchenwerkstatt befand. Als die Teile des Prospekts wieder angebracht waren, waren die Nuancen nur noch schwer zu sehen. Das ist interessant, denn bis zur Restaurierung im 19. Jahrhundert war der Prospekt viel prächtiger. Auch wenn heute das Instrument des Riga Doms den Titel als größte Orgel der Welt verloren hat, verfügt sie zweifellos über einen schönen Klang, wie er den klassischen Orgeln der Romantik innewohnt.